Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Pokémon Strahlender Diamant. Wir kriegen gerade richtig den Arsch versohlt vom Champ und sehen da auch nicht mehr so wirklich die Sonne noch, aber hilft jetzt nichts. Wir versuchen mal unser Bestes. Das hilft nichts. Ich weiß auch nicht mehr, wen ich noch nehmen soll. Wir können jetzt mal hier nochmal versuchen, irgendwie mit dem Eisenschweif oder sowas, aber Wasserboden, keine Ahnung, Alter. Wir sind hier ziemlich gebumst. Ja, das ist alles für'n Arsch. Können wir einen Drachenpuls reinhauen, aber das bringt auch nichts, weißt du? Wir werden jetzt hier weggenudelt, aber wir versuchen mal unser Glück. Vielleicht, Alter, Scheiße. Und ziehe Wasser und weg. War doch klar. Alter. Das hat keinen Sinn. Wir sind teammäßig jetzt hier wirklich gerade echt scheiße aufgestellt. Oh mein Gott. Okay. Und es heilt sich weiter gegen an. Was willst du machen? Mein Team ist komplett im Eimer. Es ist fast keiner mehr da. Wir sind ganz schön im Arsch. So, wir können jetzt natürlich Böelin mal eben rausholen. Ja. Okay, warte, pass auf. Ich versuche mal mein Bestes. Ich versuche irgendwie mich weiter hochzuheilen, dass wir das mit Heilung irgendwie überleben. Okay? Ich brauche jetzt wieder einen Beleber. Rex Blizzard wiederbeleben, bitte. Danke. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich auf die Fresse. Felsgrab, ja, One-Hit vermutlich. Oh nein. Läuft noch bei uns. Wir leben noch. Gut. Okay. Es hört auf zu hageln. Und es heilt sich weiter, das Vieh. Scheiße. Jetzt muss jetzt schnell gehen. Einmal ein Hypertrank für Rex Blizzard. Okay. Felsgrab, cool. Wir leben noch. Kann ich vielleicht mit ihm irgendwas dagegen setzen? Mal sehen. Ich guck mal, ob ich mich irgendwie voran... Ah, guck mal, das gibt's doch nicht, ey. Das Vieh ist für mich der absolute Endgegner. Ich habe das schon immer gehasst. Als ich es gesehen habe das erste Mal, habe ich es gehasst. Ich hasse es weiterhin. Ich beiß da jetzt rein. Das ist das Einzige, was wir machen können. Biss, komm. Tack. Oh, bringt fast gar nichts, Mann. Vor allen Dingen, wenn es sich immer weiter gegen anheilt. Oh mein Gott. Und da heilt es sich wieder. Und nichts. Voll gebumst. Okay. Kann man Nassschweif machen, aber das bringt auch nicht viel mehr. Sturmsog. Toll. Matschbombe. Pack, Dreck, Alter. Okay. Biss. Ich muss das, mein Böelin muss jetzt leider aufs Maul kriegen, damit ich dann... Ich will nicht wechseln, das ist immer einmal aufs Maul umsonst, weißt du, das ist einfach so. Ich heile die lieber mit Beleber wieder hoch und zieh's so durch. Okay, so. Und es heilt sich weiter, ist das nicht herrlich? Ich hoffe, wir kriegen's jetzt platt. So, komm schon, Rex Blizzard. Bitte. Bekomm es irgendwie platt. Wenn er wieder Felsgrab reinmacht, one-hittet er uns wieder quasi fast, weißt du? Das ist das Problem. Okay. So, auf geht's. Rasierblatt, komm schon. Wir haben noch nicht mal ein Pokémon von dir platt gemacht. Nicht mal eins. Endlich. So, Rex Blizzard ist, Gastrodon meine ich natürlich, ist tot. Geil. Okay. So, wie geht's weiter? Roserade ein. Pflanze Gift. Feuer, Eis, Flug, Psycho. Wir wechseln. Ja, wir wechseln auf Twilly mit Feuer. Oh, ich bin so nervös, Mann. Oh ja, geil. Das könnten wir one-hitten. Komm schon. Die Frage ist, nehmen wir den Feuersturm und riskieren es? Wir nehmen den Feuersturm und riskieren es. Komm schon, Twilly. Bitte. Ja, danke dir. Geil. Du hast mein Leben verändert, Braunauge. Okay. So. Okay. Scheiß Hagelkörner, Mann.
Milotic ein. Was ist das? Da ist Pflanze Elektro, wäre jetzt geil. Ja. Kero ist noch am Leben. Ich hole mal eben Kero hervor, weil dann können wir noch mit dem Hyperheiler heilen. Hyperdingsbums heilen. Oh, wie süß. Eins der schönsten Pokémon. Bin voll Fan von dem Vieh. Das war beim neuen Pokémon Snap auch voll hübsch. Okay, pass auf. Wir machen jetzt erstmal einen Hyperheiler rein. Hypertrank. Bums. Gönn dir bitte. Leute, 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 Leute. Das ist so aufregend. Oh mein Gott, das hält mich nicht mehr komplett. Siedewasser. Okay, ist nicht so schlimm. Okay, doch, ist schlimm. Okay, pass auf. Wir müssen jetzt einfach schneller sein. Und Verbrennung. Okay, warte mal. Ich guck mal, ob ich noch eine Top-Genesung habe. Das ist bestimmt alle KP des Pokémon wieder her. Gönnung. Einfach machen. So, okay. Let's do this. Bitte kein Volltreffer. Dankeschön. So, jetzt machen wir einen Donner. In der Hoffnung, dass das klappt. Und Verbrennung. Das ist ja alles am Start, ne? Ehre? Okay, pass auf. Mein letzter Donner. Bitte triff. Ja. Dankeschön. Geil, 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 geil. Okay. So, jetzt müssen wir schneller sein. Es hört auf zu hageln. Gut, gut, gut. Verbrennung ist noch am Start. Sehr schön. So, wir müssen jetzt schneller sein als Milotic. Ganz wichtig. Funkensprung. Bitte, bitte, bevor der irgendwie da heilt. Oh, Top-Genesung. Du ahnst es nicht. Okay, okay, okay. Und Verbrennung wurde auch geheilt. Und wieder voll geheilt. Nice. Okay, Funkensprung. Bums. Und es brennt wieder. Nice. Okay, pass auf, Beutel. Das ist hier ein Vor-, also, Top-Trank. Hilft bei Wunden, füllt die KP des Pokémon wieder vollständig auf. Ah, ich glaube, jetzt reicht aber der Hypertrank. Hypertrank reicht. Komm schon, komm schon, komm schon. Was du kannst, kann ich auch. Wir heilen uns hier gegenseitig. So, jetzt kommt wieder Siedewasser. Hatten wir zweimal aus. Alter, ist das aufregend, Mann. Aber ich glaube, wir schaffen es. Wir schaffen es nicht. Ich glaube, wir schaffen es nicht. Aber mal sehen. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr meint. Werden wir das irgendwie schaffen oder eher nicht? Oh, ich finde es echt heftig knapp, Mann. So, Genesung. Mhm. Ist echt ein Problem mit dieser Genesung. Ich würde sagen, einmal geht noch. Dann müssen wir auch wieder heilen. Komm schon, Kero, mach doch mal eben so einen Volltreffer. Siedewasser. Bitte überlebe, bitte überlebe, bitte überlebe. Dankeschön. Jetzt komm, jetzt müssen wir, bevor es Genesung macht. Komm, 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 wir schaffen das. Ah, Funkensprung. Komm, 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 du musst schneller sein. Ja, 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 ja. Geil. Das hat gesessen. Nice. Okay. Alter, ist das aufregend, ey. Okay. Was kommt jetzt? Kryphook ein. Oh, das ist wieder dieses Kackding, wo man nicht weiß, was man gegen machen soll. Tja, weiterkämpfen, ne? Wie viel Leben hat das noch? Ah, ist noch ziemlich voll. Ach, scheiße, wieso kämpfe ich denn weiter? Voll dumm. Das war dumm. Es war dumm, es war dumm, es war dumm. Okay, warte, pass auf. Dann machen wir jetzt Folgendes. Hypertrank. Alter. Beleber. Wer kann denn hier noch... Die haben doch... Ah, das war doch ja ätzend. Ich kann nichts, was dem Ding in irgendeiner Form dick Schaden macht. Deswegen bringt's nichts. Aber wir können... Staraptor nochmal einen Beleber geben. Weggemeddelt, okay.
Tweedy kann mit Feuer ein bisschen versuchen, was zu regeln. Ich würde sagen, wir machen das. Mir fällt nichts anderes ein. Wir müssen einfach mit Gewalt dagegen, anders hilft's nichts. Da muss jetzt Gewalt rein. Wir könnten Feuersturm versuchen, in der Hoffnung, dass es trifft. Bitte, bitte, triff einfach. Danke, 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 danke. Ja, scheiße. Jetzt ist das irgend so eine Kackbeere natürlich wieder. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Ja, 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 geil, 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 geil. Okay, warte, warte, warte. Ich werd's... Oh, scheiße. Flammenwurf, komm, 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 komm. Twilly, du schaffst das. Ich glaube fest an dich. Komm, bitte bring es um. Es lebt noch, aber es hat Verbrennung erlitten. Geil. Finster-Aura. Wir werden draufgehen. Ja, Twilly ist tot. Jawoll. Ist es tot? Nein, es lebt noch. Es ist noch nicht tot. Du kriegst die Tür nicht zu. Okay, dann nehmen wir jetzt Rex Blizzard. Hagelalarm! Der Hagel wird es platt machen. So, pass auf. Der wird jetzt eh sterben, deswegen gehen wir jetzt in den Beutel. Beleber. Holen jetzt mal Kero zurück. Wir müssen wieder unser Team ein bisschen hochhalten. Tiefschlag. Es ist fehlgeschlagen, sehr schön. Jetzt ist das Vieh auch tot. Geil. Das ist aufregend. Wenn wir das noch irgendwie schaffen, Alter, dann... Aber dann wirklich. Okay. Lucario ein. Habe ich... Ist Twilly noch am Leben? Ah, Twilly ist tot. Scheiße, Lucario. Lucario, Lucario. Kampf wird hier helfen. Kampf hilft. Staraptor mit Nahkampf könnte regeln. Und danach wird Twilly optimal. Okay, das heißt, ich werde jetzt eben, Moment, wir gehen nochmal zurück. Ich werde versuchen, Twilly eben und Co. zu heilen. Beutel, Beleber. Twilly wiederbeleben. Ich belebe die jetzt erstmal wieder. Ich hoffe, wir halten ein bisschen Lucarios Schläge aus. Aurasphäre, bitte überlebe. Holy shit, okay, wir überleben nicht. Das hat mich einfach ge-one-hitted. Das war krass. Schlecht. Dann... Staraptor hervorholen. Jetzt wird's echt übel. Nahkampf. Oh, er darf direkt angreifen. Scheiße. Ja, blöd gelaufen. Okay, jetzt sind wir ganz schön gebumst. Jetzt sind wir gebumst. Das Ding ist über... Wie übel der ist! Wie übel der ist! Okay, was machen wir denn jetzt? Ja, Kero könnte nochmal wieder rammen. Okay, erstmal einen Hypertrank für Twilly reinhauen. Oh, scheiße, Ränkeschmied, jetzt sind wir gefickt. Jetzt sind wir richtig gefickt. Jetzt sind wir richtig gebumst. Okay, pass auf. Gib dir mal selber noch einen Hypertrank. Vielleicht überlebst du Angriffe von ihm. Aurasphäre wird mich wegbumsen. Ja. Überleg mal, der one-hittet mich, ne? Also, ich glaube, Lucario wird jetzt das Ende sein. Leider. Weil ich habe, wenn er Twilly jetzt umbringt, das Problem, ich müsste jetzt angreifen. Aber wenn er Twilly platt macht, haben wir verloren. Oh, ich versuche mal einen Flammenwurf. Haut eine Aurasphäre auf, wir sind tot. Der one-hittet mich. Übel, das Vieh one-hittet mich einfach. Alles, er one-hittet alles. Mein gesamtes Team wird ge-one-hittet, Alter. Scheiße.
Alter, wir sind so weit gekommen. Wir sind so weit gekommen. Schade. Echt schade, wir sind so weit gekommen. Aber es hat, also wir brauchen auf jeden Fall nicht neu laden und es nochmal versuchen. Das hat keinen Sinn. Also mit dem aktuellen Team kriegen wir den Champ nicht platt. Definitiv nicht. Keine Chance. Die ist zu übel. Das bedeutet für mich, ohne Scheiß, ich muss jetzt leveln und ich habe überhaupt keinen Bock. Ich sag, wie es ist, ich wollte eigentlich das Game nur noch beenden. Ich habe gerade gar nicht so Bock zu leveln. Jetzt gibt es zwei Optionen. Entweder level ich heute Abend ein bisschen, dass wir das morgen beenden können, indem wir den ganzen Kram nochmal angehen. Ich drehe durch. Ohne Scheiß, das ist das erste Mal, dass ich das nicht auf Anhieb geschafft habe. Aber ich habe mir schon fast gedacht, weil unser Team einfach von Arsch ist. Das war nicht gut optimiert. Ist es so. Ich könnte mir sonst auch von einer anderen Edition was rübertauschen. Könnte man auch machen. Ich würde jetzt Folgendes vorschlagen. Jetzt gehen wir erstmal mit dem Erkundungsset nach unten. Das setzen wir jetzt mal ein. Lokale Verbindung. Wir müssen jetzt nicht online gehen. Ja. Alter, wir sind so weit gekommen. Wir sind so weit gekommen. So weit. Und dann das. Das ärgert mich. Aber bei Lucario, das hat ja alles gewone-hittet, Mann. Alles wurde gewone-hittet. Was willst du denn da noch machen? Keinen Sinn. Jetzt gucken wir mal, kann man hier leveln? Mal gucken, welches Level die so sind. Das sind irgendwelche Elektroviecher. Ich bleibe mal mit Kero erstmal. Wir gucken mal, welches Level die haben. Kann man hier leveln? Ich finde nämlich, ich denke mal, dass man im Untergrund am besten leveln kann, oder? Ansonsten gucke ich gleich mal echt, ob man tauschen kann. Also ich weiß nicht, ich könnte mich jetzt halt hier hinsetzen und leveln. Dann haben wir das gleiche Team nochmal. Wir sind ja weit gekommen. Oder ich tausche mir von einer anderen Edition eben ein paar gelevelte Pokémon rüber. Und dann legen wir los, ne? Und machen es nochmal. Aber irgendwie ist es immer blöd, wenn man dann nicht mit seinem Team am Ende dann das schafft. Weil man hat mit denen ja die ganze Reise bestritten. Und irgendwie will man ja am Ende ja dann auch, dass man es dann irgendwie auch schafft, ne? Und wir sind echt weit gekommen. Also wirklich. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so weit kommen. Gerade am Ende hatte ich kurz auch Hoffnung, dass wir es vielleicht hinkriegen. Hätte Lucario mich nicht dauernd gewone-hittet, weil gegen One-Hit, was willst du noch machen? Da kommst du nicht mehr weiter, ne? Dann ist vorbei. Bei One-Hit ist vorbei. Heftig. Na gut, ich level jetzt hier noch ein bisschen. Dann überlege ich mir das und ihr werdet das ja sehen. Oder ihr schreibt es mir selber in die Kommentare. Was passiert hier? Okay. Okay. Ihr könnt mir es in die Kommentare schreiben. Und dann ist das Ding hier aber erstmal ein bisschen on hold. Wir machen das tatsächlich so. Haut es mir mal in die Kommentare. Soll der Fuchs noch ein bisschen leveln? Und wir gehen es dann mit dem gelevelten Team nochmal an. Oder soll der Fuchs von einer anderen Edition was rübertauschen? Und je nachdem, wie er entscheidet, machen wir das einfach. Hat aber zur Folge, dass wir dann einmal eine Woche Pause haben. Ja, wobei, wenn ihr das Samstag seht und dann antwortet, dann geht es schon. Funkensprung. Ja, wobei ich echt, ohne Scheiß, also unser Team, das müsste ich auf Level 80 hochleveln, damit das geht. Ernsthaft, also wirklich ernsthaft mit den Biestern, die wir aktuell haben. Ich glaube, ich tausche mir einfach was rüber. Ernsthaft. Wenn es geht, ich weiß es nicht. Ich habe nämlich so ein schönes Evoli-Team, wenn ihr euch noch erinnert. Mein Lieblings-Evoli-Team. Mit dem könnten wir es machen. Auf der Schwert-Edition war das, glaube ich. Damit kriegen wir bestimmt auch die Top 4 da klein. Und wir würden unsere ganzen Evolis mal wiedersehen. Ist auch nicht schlecht. Ich denke darüber nach. Wir werden sehen. Meine Lieben, wir machen jetzt dann erstmal hier einen Break. Es tut mir leid, dass wir es nicht geschafft haben. Ich bin auch ein bisschen zäh. Habe gehofft, wir kriegen das hin, aber es hat nicht sein sollen. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Nee, weil hier komme ich gar nicht raus. Wir müssen erst hier wieder raus. Es hat nicht sollen sein. Ah, oh, und ich habe gedacht, wir schaffen es. Okay, habe ich nicht gedacht. Ich bin felsenfest davon ausgegangen, wir schaffen es nicht. Wie komme ich denn hier dann raus, wenn das hier nicht der rechte Ort und die rechte Zeit ist? Wir wissen es nicht. Muss doch irgendwie die Höhlen auch wieder verlassen können. Ach so, hier. An die Oberfläche. Ja. Okay, ich google mal, wie das aussieht mit Tauschen und dann schauen wir mal. Meine Lieben, wir breaken jetzt erstmal hier. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, es war bei euch Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.